Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Jungfrauen, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für Februar 2024. Für alle, die Jungfrau als Standzeichen haben, im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich am Start und wir legen heute mit dem Wandering Star Tarot, Erat Aliquando, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu. So, nicht lang schnacken, liebe Jungfrauen. Schauen wir mal, was haben wir denn für eine Energie bei euch im Feld. So, was haben wir denn da? Was haben wir bei den Jungfrauen gerade für eine Energie im Feld? Zirp, jawohl. Vier der Schwerter, unverdeckte Energie, das Rad des Schicksals. Okay, Vier der Schwerter, da ist jemand, du brauchst hier eine Verschnaufpause. Die Vier der Schwerter ist für mich ist eine Heilungskarte und für mich ist es immer so die Energie der Seelenzeit. Hier braucht man Zeit, um die Seele wieder atmen zu lassen, um etwas vielleicht auch sacken zu lassen, da hineinzuspüren, sich Zeit zu nehmen, ganz bewusst mit sich und mit dem, was einem da gerade als Thema präsent ist, um sich das hier in Ruhe anzuschauen. Hier braucht man auch wirklich so eine kleine Pause, eine Verschnaufpause. Es kann sein, dass also diese seelische Auszeit eben sich auch körperlich manifestiert, dass du vielleicht einfach erschöpft bist, dass du häufiger Kopfschmerzen hast, ein hohes Schlafbedürfnis, ne? Sowas. Also es kann wirklich gerade sein, dass du so ein bisschen zu Kräften kommen willst. Und mit dem Rat des Schicksals geht es wirklich darum, dass du dich mit deinem Schicksal wirklich befasst, dass du vielleicht auch vor einer karmischen Herausforderung stehst. Ja, das Rad des Schicksals verkündet immer eine positive Veränderung. Aber über diese Veränderung möchtest du, liebe Jungfrau, hier in Ruhe nachdenken oder hineinspüren. Also du willst es dir in Ruhe hier anschauen, ja, um diese Veränderung eben anzugehen. So, schauen wir mal. Was ergänzt hier Erat Aliquando für die Jungfrauen? Was haben wir denn da? Worum geht's hier bei den Jungfrauen? Der Bergkristall. So, der Bergkristall, die Sanduhr. Die Dame, ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit gemeint. Euer Gegenüber wäre der Herr. Aber ihr bedenkt bitte auch, Rollen können vertauscht sein. Dann haben wir die uralte Eibe, den Überfluss und die Schnecke. Ja, du weißt, also Rat des Schicksals sagt mir auch die zentrale Energie mit dir als die Dame und die uralte Eibe. Die uralte Eibe ist eine Portaldurchschreitung. Du bist hier in einem Übergangsprozess, ja, und hier geht es wirklich um, also diese Portaldurchschreitung ist einfach energetisch, ne, das ist so eine Schwelle, die du mit deiner Seelenenergie hier überqueren willst, ja, du willst hier in eine neue Energie, in einer neuen Energie ankommen, die dir vielleicht auch verhilft, mehr bei dir zu sein. Ja, auch diese Dame hier hat die Hände geschlossen, also vorm Herzchakra gefaltet, die Augen geschlossen, sie ist in sich versunken und sie will hören, was ihre innere Weisheit, ihr Herz, ihre Seele ihr hier zuflüstern will. Und hier haben wir das Thema Überfluss und Zeit. Und das kann jetzt zum einen sein, dass du hier wirklich mit dem Thema befasst bist, okay, boah, ich habe gar nicht genügend Zeit, mir die Auszeiten zu nehmen. Oder dass du vielleicht auch sagst, hey, ich habe mir schon so viel Zeit genommen, ja, das muss doch jetzt aber mal. Vielleicht ist es aber auch so, dass deine Zeit mit den weltlichen Verantwortlichkeiten sehr, sehr, sehr ausgefüllt ist. Ja, und du hier einfach mit dem Thema Zeit, wie kann ich mir denn Zeit für mich und meine Seelenzeit nehmen? Also Zeitthema ist für dich hier scheinbar etwas ganz Wichtiges,
wo du einfach für dich schauen darfst, wie du dich vielleicht hier auch ein bisschen besser managst. Dann haben wir die Spiegelung Barkristall auf die Schnecke. Also beim Barkristall geht es für mich immer um Kraft und Klarheit. Das ist ein Meisterkristall. Der Barkristall schafft es, die Brüche, die er durch den Druck, unter welchem er geformt wird, ja, die er dadurch erleidet, das schafft der Barkristall, diese selbst zu heilen und dadurch seinen einzigartigen Facettenreichtum hervorzubringen. Und du bist daran vielleicht, damit vielleicht wirklich gerade befasst, ja, auch schon eine ganze Zeit mit der Schnecke. Und es gibt hier aber noch so vielleicht ein oder zwei Facetten, wo du mit der Schnecke immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr empfindsam bist, ja? Also wenn da so ein Widerstand kommt, dann kann es wirklich vielleicht sein, dass du dich sofort wieder in ein Schneckenhaus zurückziehst und dann sagst, ah, ich bin noch nicht so weit oder hier, da oder du hast ein Feedback erhalten, wo vielleicht ein Verbesserungspotenzial dir mitgeteilt wurde und du reagierst aber sofort wieder mit Selbstkritik, mit Selbstzweifeln, ja? Das nehme ich hier so wahr. Und das ist jetzt wirklich so ein Thema, das für dich hier zur Heilung ansteht, dass du hier einfach in deine selbstbewusste Präsenz mit der verdeckten Energie des Hirschen gehst. Ja, also das ist vielleicht auch wirklich schicksalhaft, so wirklich dieses Selbstvertrauen, diesen Selbstwert und dieses Selbstbewusstsein in dir ganz selbstverständlich zu leben. Also nicht mit so einem Fragezeichen hinten dran, ob die anderen auch damit einverstanden sind, sondern einfach, hey, ich bin ich und so wie ich bin ich gut. Und ich lebe mich und drücke mich auch in all meinen Facetten, die ich eben bin, aus. Und das ohne, um dadurch ein positives Feedback oder ein Lob einzusammeln, sondern oder dich bei einem Negativfeedback gleich wieder in Frage zu stellen, sondern einfach, weil du du bist. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass du durch die Welt gehst und sagst, ja, ich bin gut so wie ich bin und scheißegal, was andere mir sagen. Also das heißt nicht, dass du ein gut gemeintes Feedback nicht auch annehmen solltest, um zu schauen, hey, habe ich da vielleicht einen blinden Fleck, der in Heilung bedarf? Aber ich nehme die Energie hier, liebe Jungfrau, so wahr, dass du teilweise extrem selbstkritisch mit dir bist. Ja, das meine ich damit. Du sollst nicht überkritisch mit dir selbst sein, weil niemand richtet so hart über einen, wie man oftmals das selbst tut. So, jetzt schauen wir noch, was hier das Lenormand ergänzt. Für die Jungfrauen. Eine haben wir schon und da haben wir die zweite. Die Störche und der Baum. Wow. Okay, also positive Veränderung, was deine Stabilität, dein Zentrum des Lebens angeht. Darum geht es hier für dich und vielleicht geht es hier wirklich auch deine Einzigartigkeit zu leben. Ja, die Störche sagen immer eine positive Veränderung und der Baum steht einfach für Langfristigkeit, für Stabilität, für den Baum deines Lebens. Wo bist du verwurzelt in dir? Trägt dein Stamm? Ja, und kannst du in den Himmel wachsen und deine Baumkrone so entfalten, dass du gut gehimmelt und gut geerdet bist. Das ist das Thema, worum es für dich gerade geht. Und wir sehen das auch in der verdeckten Energie. Das Rad des Schicksals. Hier geht es um eine karmische Bewältigung. Hier geht es wirklich um eine schicksalhafte Entscheidung, eine schicksalhafte positive Veränderung für dich, dass du in deine Präsenz gehst mit dem Hirschen und deine Wunscherfüllung mit dem Brunnen lebst. Sehr cool. So, und welche Rune begleitet denn da meine lieben Jungfrauen? Da habe ich sie. Die Perthro. Also, Schicksalsrune ist gefallen. Du darfst dich deinem Schicksal stellen. Nochmal der Link hier, dass es hier wirklich um eine karmische Geschichte geht. Ja, hier will etwas gewandelt werden in eine neue Präsenz- und Wunscherfüllung für dich. Die Perthro sagt auch, dass hier, das fühlt sich vielleicht für dich wie eine Neugeburt an, denn die Perthro ist auch das Becken. Ja, und hier darfst du, Würfelbecher, hier darfst du entscheiden, wie die Würfel fallen. Ja, also,
wie nimmst du am Spiel des Lebens teil? So, wie du bist, mit den Facetten, mit dem Wert, mit dem authentischen Sein, das du mit dir bringst. Ja, also hier darfst du dich wirklich deinem Schicksal stellen und neu geboren werden, liebe Jungfrau. Wow, sehr kraftvoll. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Das war euer Zwischenimpuls für Februar. Ich sage ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.